versuche mal das Head-Up-Display mit der Kamera festzuhalten. Dazu muss man möglichst gerade auf die Scheibe blicken. Da sieht man es, wir fahren hier gerade 0 km/h. Da ist die 0 eingeblendet. Der Citroën C6 Benziner auf der Hebebühne. Gibt hier gar nicht so sehr viel zu sagen. Wie bei neuen Autos vieles verkleidet. Man kann nichts erkennen. Was man erkennen kann, ist, dass der Zustand des Unterbodens völlig in Ordnung ist. Was ich allerdings bei einem Auto aus dieser Zeit, also in diesem Alter, eigentlich auch erwarte. Das hydropneumatische Fahrwerk, Federzylinder, Federkugel, noch das System, wie es im Citroën DS 1955 vorgestellt wurde oder bereits ein Jahr vorher im 15-6H. Im Citroën C6 ist es das letzte Mal verbaut worden. Alle Citroën-Modelle danach haben keine hydropneumatische Federung mehr. Was ich total schade finde, weil damit ist ein Charakteristika der Marke verloren gegangen.